Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Map Ravensburg. Die Ernte steht noch nicht an, wir müssen noch ein bisschen warten, ein paar Tage, und die Tiere sind versorgt. Eigentlich haben wir uns mal einen freien Tag verdient. Und ich dachte, ich besuche einfach mal die Burg, auf der, also wie der Ravensberg, die Ravensburg auf der Ravensberg sein, keine Ahnung. Aber ich sehe sie immer vom Haus aus und jetzt von dem neuen Haus, da sieht man es sehr gut. Aber ich glaube, ich bin noch nie da gewesen. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie man da hinkommt. Muss man eben orientieren. Hier sehe ich sie gerade nicht mehr. Da hinten ist sie, okay. Ist sie auf der Karte eigentlich markiert? Das müsste die Burg sein, da. Also wir kommen hier nicht hoch. Sieht nicht so aus. Das heißt, wir kommen von unten von Wiese 2. Also ganz runter. Oder von da aus. Wir können bei Wiese 1 reinfahren. Versuchen wir es das mal. Sein Schlimmern wohnt schon jahrelang hier in einem Ort. Arbeitet da, aber die Sehenswürdigkeiten, die kennt man gar nicht. Hier hat sich auch noch nichts getan. Da hätte ich auch noch Vorgaben, ein bisschen Deko jetzt aber, Stühle oder irgend sowas. So, das ist meine Wiese. Die ist noch, wie ich sehe, im Wachstum. Gedüngt haben wir sie ja. Da nochmal vielen Dank für den Kommentar mit dem Stickstoff und dem pH. Also wird nie wieder vergessen, dass Stickstoff Mist und Gülle heißt und pH-Wert Kalk. Ich muss jetzt hier gerade aus, oder? Wir sind da unten. Nein, ich muss hier links. Hier links, okay. Also man macht das viel zu selten. Jemand hat man sich die Map angesehen, man schafft und schafft und schafft, aber man sollte ab und zu wirklich mal die Zeit sich nehmen und wieder mal die Map abfahren, weil es ist wirklich immer noch für mich eine der schönsten. Wenn man so für den deutschen Bereich kann es vergleichen mit italienischen Map, kann ich sie nicht, weil das ein vollkommen was anderes ist. So, hier könnte man jetzt zu Fuß hochlaufen wahrscheinlich. Das ist jetzt der Fußweg sein. Oder geht, kann man da auch hochfahren? Glaube ich. Oh. Ja, da soll zu gucken, wo die da ist. Na komm, wir sind ja gar nicht so. Machen wir es zu Fuß. Warum auch nicht? Also Wald gibt's genug. Waldsterben ist auf dieser Map nicht vorhanden. So.
Ich immer sage, ein bisschen Sport muss sein. Jetzt geht's steiler hier hoch. Das ist wirklich schön sauber nett angelegt hier. Hab ich was gehört? Nicht, dass hier noch irgendwelche Überraschungen gibt hier oben. Nur Deko, ne? Kann man nicht rein. Aber schön in die Gegend eingepasst. Ah, hier oben ist auch ein Restaurant. Könnte sogar ein Hotel sein. Bisschen schlecht zu lesen. Das echte Currywurst ist nicht schlecht. Mittagstisch. Ja, da ist die Texturqualität nicht ganz so super zum Lesen. Dafür kann man die Mülltrennung und die ist gut. Die kann man gut sehen. Ich muss hier mal eben durch das Gras durch, weil ich wieder zur Burg hoch. Also für mich lohnt sich. Ich finde, es lohnt sich einfach mal zu schauen, was es hier gibt. Also der Blick. Deplatziert oder andersrum. Oder wirklich diesen Baum ansehen. So, dann schauen wir mal. Hier gibt's kaputte Steine. Es gibt ein Lagerfeuer. Keine Ahnung, als wer es unterhält. Ich sehe keinen. Hier gibt's keinen Weg hoch. Wir halten uns mal. Ich hätte mal gesagt, wir halten uns den vorgegebenen Weg. Kann ich mal Kaffeetasse stehen lassen. Gute Giants-Tasse. Heimat, was für ein Ausblick. Kann ich ja meinen Feriengästen direkt auf die Terrasse gucken da unten? Reichlich windig hier oben, aber es ist schön, also. Gefällt mir. Also man muss klettern, man kommt hier sonst gar nicht hin. Also. Doch. Hat sich gelohnt. So. Das ist mal wie so ein Tag Urlaub. Aber irgendwann muss der auch zu Ende sein. Und dann können wir wieder zurückfahren. Ich glaube, es ist die einzige Sehenswürdigkeit hier. Gehen wir noch einen Kaffee trinken? Nein. Den gibt's zu Hause.
Also wirklich rundherum schön. Also auch wenn der Wind so laut ist, ist es recht beruhigend. Wie gesagt, es muss mal gemacht werden. Was mich wundert, es sind so viele Autos hier und ich sehe keinen Menschen. Die sitzen wahrscheinlich jetzt alle auf der Terrasse bei dem Hotel und trinken Kaffee. Okay, dann fahren wir wieder zurück. Oh, jetzt bin ich aufgepasst. Man sollte beim Fahren nicht aufs Handy schauen. Können die schlimmsten Unfälle passieren. So, wir können den Setter mitnehmen. Der muss hoch zur Wiese 1, da fangen wir meistens an. Hat er sich jetzt hingelegt? Das ist ja auch nicht wahr. Ja, komm, hast du gerade gewollt. Ah, jetzt. Jetzt haben wir wieder. So, die Felder sehen gut aus. Das ist jetzt die dieses Jahr ernten und dann müssten wir die zusammengelegten Felder alle zusammen säen können. Das sollte dann alles schneller gehen und schauen wir mal. Damit zwei Sämaschinen arbeiten muss auf den großen Feldern. Zwei Drescher, ich weiß es noch nicht, das muss man sehen. So, ich stelle jetzt gleich noch den Zetter hier ab. Und dann geht es zurück zum Hof. Könnten wir eben hier schauen, was wir machen können.
So, schauen wir mal eben. Wenn wir schon mal hierbei sind. Da sind wir. Da spielt noch das Haus. Das ist noch nicht gut. Müssen hier hin. Und gleich ist der hier. Angleichen war falsch. So, auf gleiche Höhe bringen wenigstens. Ein bisschen wie sie hinmachen, das ist zu kahl, ist auch langweilig. So, dann wird das hier. Gut, da haben wir so ein bisschen Deko dabei. Gucken wir uns. Also Sandburg passt jetzt hier nicht hin. Wie groß fallen die denn aus? Ist zu groß, passt nicht. Sowas ist auch nett. War's schon oder wie? Dann kommen noch Bäume. Geht doch. Diverses ist nichts als Deko verwendbar. Ich glaube, das muss reichen. Fahren wir vorbei, gucken, wie es aussieht. Es sind manchmal die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Man sieht ein bisschen mehr Gras und mähen müsste man mal. Vielleicht nicht so glücklich hier direkt an der Weg, aber so oft komme ich hier nicht vorbei. Aber preiswert wohnen und dann die Burg besichtigen ist doch auch nicht schlecht. Wahrscheinlich preiswerter als das große Hotel. Upsi. Das war weit raus.
So. Rechts rein zum Mittagessen? Nein, wir gehen parken. Doch, gefällt mir, muss ich sagen. Also, es passen noch einige Maschinen hier hin. Aber das sehen wir dann. So, wir gucken, was wir machen können. Unser Milchlaster ist noch nicht da. Okay. Da ist noch was drin? Oder ist er leer? Da ist noch was drin. So, Mist können wir leer machen. Wir können Mist holen. Also Mist, also bei so vielen Kühen fällt auch eine ganze Menge Mist an. Und den machen wir zwischendurch. Das ist schon ein nettes Geräusch, wenn diese Sheet hinten rausfällt. Dahinter steht auch mein Milchwagen, so wie ich sehe, der den Milch verkaufen würde. So, den schicken wir wieder zum Mist holen, steigen hier aus und kümmern uns um den Milchwagen. Ich überlege bei der nächsten Ernte, ob ich in die Dieselanlage hinstelle, Dieselproduktion. Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, was ihr davon haltet. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ja, das war jetzt nicht spektakulär, das war einfach mal wieder diese Map ansehen. Wie gesagt, man macht es viel zu selten. Man hat so eine schöne Map gebaut und man vergisst es schon schnell wieder. Aber wie gesagt, das ist es für jetzt gewesen. Lasst ein Däumchen da, haut auf die Glocke und bleibt gesund. Bis dann.